Ein schöner Garten, eine Vielfalt an Blumen, das ist für viele eine Oase zur Erholung. Aber nicht nur das, sondern auch Freude, mit der Natur im Einklang zu stehen und am Gelingen einen Beitrag geleistet zu haben. Das hat schon was. Blumen- und Gartenfreunde konnten kürzlich im Veranstaltungszentrum Grieglach den bekannten Fernseh-, Blumen- und Gartenexperten Karl Bloberger in einem Vortrag viel Wissenswertes in Erfahrung bringen. Also erstens freue ich mich, dass ich da in Grieglach bin. Erstmals muss ich ehrlich sagen, ich war schon zweimal privat hier, aber mit einem Vortrag noch überhaupt nicht. Ich präsentiere mein neues Buch, das heißt, genau so geht Biogarten. Das hat einen besonderen Grund. Ich habe nämlich vor genau 20 Jahren das Buch Der Garten für intelligente Faule geschrieben. Und in diesen 20 Jahren habe ich natürlich viele Erfahrungen gesammelt, unter anderem auch bei vielen Veranstaltungen. Und diese Erfahrungen habe ich in dem Buch drin und in dem Vortrag berichte ich darüber. Für verschiedenste Sachen, was da drinnen sind, die Reisen zum Beispiel, viele Gartenreisen, die ich unternehme, viele Pflanzen, die ich liebe, viele Tipps, wie man den Garten und das Garteln besser und einfacher gestalten kann. Es war eine Initiative der Gemeinde Grieglach, denn auch hier legt man auf Schönheit der Blumen und was eben alles noch so dazugehört, großen Wert. Das war eigentlich schon ein langjähriger Wunsch, dass wir Herrn Bloberger mal zu uns nach Grieglach bringen, weil es gibt wirklich sehr viele Gartenliebhaber und Blumenliebhaber da bei uns in Grieglach und da seitens Gemeinde sind wir bestrebt, einen schönen Blumenschmuck zu haben und ich darf auch sagen, persönlich ist eigentlich das Garteln mein Hobby. Es ist ja jetzt noch Winter. Wann soll man eigentlich mit dem Garteln beginnen? Grundsätzlich ist einmal das Wichtigste, nicht zu früh beginnen. Das ist nämlich etwas, was wirklich die Ersten werden die Letzten sein. Da gibt es ein altes Sprichwort. Also ich würde sagen, grundsätzlich besser die Planung, noch nicht zu früh beginnen. Und dann natürlich, und das ist das Wichtigste, und das kommt zum Beispiel im Vortrag wirklich intensiv vor, Kompost und Bodenaufbereitung ist das Um und Auf. Darum bin ich ja gemeinsam mit Oskarner Franzi da, weil der Boden ist das Um und Auf. Ist der Boden in Ordnung, geht es den Pflanzen gut. Ja, richtig. Die Ernährung ist nicht nur für Menschen ganz wichtig. Je nachdem, wie man sie ernährt, so schaut man aus. Es gilt auch für alle Pflanzen und speziell für den Rasen, dass der die richtige natürliche Ernährung bekommt, indem man mit einem Streuwagen die Oskarner Naturprodukte, zuerst den Bodenaktivator, das ist die Bodenverbesserung, was ja das Wichtigste ist, nämlich nur auf einem gesunden Boden wachsen gesunde Pflanzen. Und dann hinterher kommt der Oskarner Rasaflor Naturdünger, da kann man nichts verbrennen und nichts überdüngen. Und dann freut sich vor allem das Bodenleben, nämlich mein wichtigster Partner und für alle Menschen der wichtigste Partner im Garten, das ist der Regenwurm. Und was man noch unbedingt beachten sollte? Ganz wichtig ist es, was viele immer machen, nicht zu viel Sauberkeit, unter Anführungszeichen. Es gibt ja manche, die jeden Blatt nachlaufen. Das Schönste und Beste für die Natur ist, wenn man ein bisschen Unordnung hat. Das heißt jetzt nicht einen Garten hat, wo absolute Wildnis herrscht, sondern zum Beispiel das Laub, was nur irgendwo liegt, dass man das unter der Hecke liegen lässt, weil da glauben viele, da verstecken sich die Schnecken. In Wirklichkeit sind aber dort die Gegner der Schnecken, nämlich die Laufkäfer. Und die brauchen das Laub, sonst sind sie nicht da. Und daher ist dieses Laub kein Problem, sondern im Gegenteil hilft uns, und das haben wir jetzt wieder dort, der Garten für intelligente Faule. Jedenfalls konnten alle viele wertvolle Tipps mit nach Hause nehmen und das eine oder andere beim künftigen Garteln auch berücksichtigen.